Ja, hallo, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Tutorial. Ich habe gerade eins abgeschlossen. Wer hier unten die Uhr sehen kann und das Wing-Tutorial gesehen hat, wird sehen, ich bin direkt weitergegangen. Und zwar beantworten wir die nächste Facebook-Frage. Ja, auch ihr in diesem Video. Ich bin jetzt bei Facebook. Der Link steht unten in der Description drin, in der Anleitung. Bitte adden, dann wird alles gut. Und zwar lautet die nächste Frage: Hey Ex-Army, ich bin zu doof, eine Baseline zu erstellen. Ich habe mehrere Baseline-Tutorials schon gemacht. Und die hat er sich auch angeguckt und hat da mal gesagt, dass ihm das alles so ein bisschen zu trocken ist. Also die Baseline wiederholt sich einfach immer nur. Und da sage ich mal selber Schuld, denn ich gebe ja nur die steile Vorlage dafür, was man machen kann, nicht was man machen muss. Und wenn man diese Vorlage dann sich einfach nur übernimmt und da nicht weiter bastelt, das ist natürlich dann Problem, Schuld eigen, ne? Aber wir sind ja mal nicht so, wir haben ja noch Urlaub, nicht wahr? So, als allererstes mache ich das eigentlich immer, wenn ich mir einen Track baue. Ich lege mir meine Bassdrum dazu. Mal jetzt in dem Falle einen Kompressor mit drauf. Stimmt gar nicht. Ich brauche hier nur die Velocity hochdrehen. So, und jetzt back to Operator. Und fange jetzt einfach an, mir wirklich willkürlich Noten zu setzen. Wo wir gleich mal sagen, nö. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel hier unser Notenfeld und jetzt verstehe ich den Kollegen auf jeden Fall, wenn er sagt, das klingt jetzt ein bisschen trocken. Machen wir jetzt einfach mal so, dass wir das jetzt mal auf zwei Takte ausweiten. Moment, erstmal rauchen. Denkt dran, Kinder, Rauchen ist ungesund. So, und jetzt haben wir hier vorne den Operator, wo wir schon mal ganz viele Möglichkeiten haben, den Sound zu verändern. Das heißt, ich ziehe ihn ungefähr auf die Länge, dass er immer am nächsten Ton angleicht. Ich habe jetzt hier unten einmal das Spreadfenster geklickt. Jetzt nur als grobes Beispiel. Und ziehe mir jetzt den Spread komplett mal hoch. Und muss dafür aber auch hier den Spread komplett aufdrehen. Und das Ganze kann ich mit allen anderen Parametern auch machen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meine Lautstärke von meinem Oszillator B nehme und sage, ich möchte, dass die Note hier ein wenig anders klingt. Dann kann ich hier hinten. Zum Bleistift. Dazu könnte ich jetzt die nächste Note nehmen, den nächsten Operator. Und auch hier sagen, beim unserem zweiten Tick, den wir hier hatten, dass ich das ein wenig verstärken möchte. Seht ihr, so schnell kommt's. Man hört also deutlich die Unterschiede und alle anderen Parameter, die ich hier möchte, kann ich auch noch verändern. Was zum Beispiel sehr geil ist, ist, wenn ihr jetzt tüdelü, hier unten den Link-Knopf drückt, zeige ich euch gleich, diesen Link-Knopf hier. Das heißt, der Loop ist nur 2 Bar lang, aber die Formatierung, die da drauf liegt,
Die Rückrufeinstellung ist eigentlich 4 Bar lang. Ich habe jetzt hier unten mal den Feinknopf. Und setze hier und dort meinen Punkt. Wir müssen unlinked klicken. Oder auch nicht. Ach, Ableton ärgert mich schon wieder. Normalerweise reicht es, wenn wir den Link-Button drücken und dann verlinkt er das. Aber so machen wir halt den Vordergrund einfach mit länger. Vorne jetzt nur diesen 2-Bar-Loop oder diesen 1-Bar-Loop und im Hintergrund zieht er aber voll mit. Wenn ich jetzt den Link-Button drücke, na, dann macht er das eben nicht. Jetzt kann ich hier wieder meine Feineinstellung nehmen. Zack. Ja, und somit könnte ich mir eigentlich jede erdenkliche Bassline basteln, wo ich da Bock drauf habe. Probiert einfach mal tausende von Einstellungen aus. Also ihr habt ja hier keine Vorgabe. Was ich euch vielleicht empfehlen würde, ist das ganze Ding hinten im Arrangement Mode zu machen. Und auch wenn ich das jetzt wieder sage, kriege ich wieder Ärger mit euch. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, jetzt hier habe ich zum Beispiel meine Feinspur. Als nächstes möchte ich diese Feinspur, diese Feinspur, Operator B fein, Operator A fein. Na, hier scheint das Licht so schön auf meinem Monitor. Jetzt möchte ich hier zum Beispiel mein Spread haben, dann möchte ich hier zum Beispiel meine Transpose haben, dann möchte ich hier zum Beispiel mein C-Level haben und hier mein D-Level haben und jetzt könnte ich mir den Bereich hier loopen. Ja, und könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, alles klar, wir haben hier die Transpose. Ich habe mein C-Level. Naja, das klingt jetzt grauselig, aber ihr seht ja, das ist einfach nur so mal fix fürs Tutorial gemacht. Ja, und somit könnte ich meine coole Baseline programmieren. Ihr müsst dafür nicht den Operator nehmen, ihr könnt dann natürlich auch jedes andere VST-Plugin für nehmen, aber ich stehe einfach mal auf den Operator, weil der einen schönen Deep-Klang hat und man den auch schön bearbeiten kann. Er bietet eigentlich alles, was andere Oszillatoren auch bieten oder andere Synthesizer. Der kann alles. Probiert es einfach aus und ja, bei Erfolg einfach eine Rückmeldung an mich, wäre schön. Wie gesagt, jetzt auf Facebook zu erreichen, dort auch viel einfacher für mich, weil jedes Mal bei YouTube rein ist auch ätzend. Gut, dann sage ich mal Daumen hoch, ne? Abonnieren, Freunde werden und so weiterempfehlen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resturlaub, wer ihn denn hat. Wer nicht, viel Spaß beim Arbeiten. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Haut rein, bis dann und tschüss.